Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr Lust habt, mit mir gemeinsam den von mir am heißesten erwarteten Adventskalender auszupacken. Ich freue mich so. Ich habe den Spirit of Liebs Adventskalender einmal hier. Es ist mit einem meiner liebsten Schmuckmarken und ich glaube, viele von euch kennen die Marke noch nicht. Ich freue mich total, dass ich euch den Kalender vorstellen darf, denn der Kalender wurde mir zugesandt von Spirit of Liebs und es ist einfach eine große Ehre für mich. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's sofort los. Bevor ich mit dem Video starte, wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Spirit of Liebs habt ihr bei mir bestimmt schon öfters gesehen und gehört. Ich bin ein absoluter Fan dieser Marke. Das ist ein Schmuck-Adventskalender, Schmuck- und Mineralien-Adventskalender. Spirit of Liebs kommt aus Wiesbaden. Es ist ein kleines Start-up-Unternehmen und der Schmuck ist alles selbst designt. Es sind so schöne Schmuckstücke. Ich könnte den ganzen Shop komplett leer kaufen. Ich habe einiges an Schmuck hier. Das habe ich mir immer wieder mal von meinem Freund zum Geburtstag oder Weihnachten schenken lassen oder mir auch selbst gekauft. Und ich bin wirklich ein ganz, ganz großer Fan und für mich ist es eine totale Ehre, dass ich diesen Kalender vorstellen darf. Ich habe gesehen, die haben einen Kalender dieses Jahr und ich bin komplett ausgeflippt hier daheim. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe sie mal an und frage mal, ob sie Lust haben, mir den Kalender zuzusenden, dass ich ihn auspacken kann für euch. Ich hätte mir den ja sowieso gekauft, aber es ist total schön und genau, wir hatten dann noch ein Telefonat und so und ich freue mich einfach riesig, dass der Kalender hier ist. Der ist auch noch verfügbar und vielleicht ist der für den einen oder anderen was. Ich habe euch ja schon im Voraus gesagt, wartet noch mal ein bisschen ab mit Schmuckkalendern. Vielleicht ist der hier was für euch, weil das ist was ganz Besonderes. Wie gesagt, der Schmuck ist alles selbst designt von der Chefin von Spirit of Liebs. Und ja, Mission ist es einfach, die Schönheit von jedem Menschen mit dem Schmuck nach außen zu tragen, die von innen kommt, nach außen zu tragen. Das ist die Mission von Spirit of Liebs und das finde ich wunderschön. Jedes einzelne Schmuckstück ist total klasse verpackt. Das werdet ihr gleich auch noch sehen. Wenn ihr die Verpackung seht, ihr werdet hin und weg sein. Hier ist 925er Silber drin und den gibt es aber, also der kostet 250 Euro. Ich muss gerade mal gucken. Und hat einen Gesamtwarenwert von 600 Euro. Und dann gibt es den aber auch noch in Gold. Da kostet der 350 Euro und hat einen Gesamtwarenwert von 800 Euro. Bei dem Silber habt ihr 925er Silber. Und bei dem Gold habt ihr eine 10-fach 18 Karat Vergoldung. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und ich werde auch nicht alle Türchen auspacken. Ich werde die 6, die 9, die 13, die 15, die 20 und die 24 nicht auspacken. Damit das einfach für euch noch eine Überraschung bleibt. Das ist Wunsch von Spirit of Liebs. Und das werden wir natürlich akzeptieren. Aber wir freuen uns auf die anderen Sachen, die hier drin sind. Und dann könnt ihr einen schönen Einblick kriegen in diesen Kalender. Ihr merkt auch, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe sogar meinen Ring heute auch an von Spirit of Liebs. Das ist mit meinem Lieblingsring. Den habe ich mir als allererstes gekauft dort. Und da habe ich gedacht, das passt heute hier zu diesem Video. Jetzt gucken wir mal rein. Ta-ta-ta. So sieht der Kalender von innen aus. Also der ist wirklich schön gestaltet. Jeden Tag ein bisschen Liebe verschenken heißt jeden Tag ein bisschen Weihnachten haben. Das ist wirklich süß. Der Kalender ist auch liebevoll gestaltet, ne? Der sieht so aus rundherum. Sehr, sehr schön. Und jetzt würde ich sagen, starten wir. Ich mache das mal so. Ich tue die 6, die 9, die 13, die 15, die 20 und die 24 raus, damit ich da auch nicht aus Versehen die Tür aufmache. Also ihr seht, Leute, es bleiben noch einige Türchen übrig, die wir auspacken können. Das ist wirklich schön. Genau. Es gibt gerade ein Singles Day dort, sehe ich. Ich weiß nicht, wie lange das noch ist. Ich hoffe, ich lade das Video morgen rein, damit ihr das noch mitkriegt. 11% auf alles. Falls das noch der Fall ist, dann schaut einfach mal vorbei. Der Code lautet Selbstliebe. Genau, ich gucke jetzt mal bei dem Kalender. Und zwar ist die Beschreibung von dem Kalender. 16 Schmuckstücke für jeden Anlass. Davon gibt es 3 Schmuckstücke, die es nur im Kalender geben wird und die nicht im Onlineshop erhältlich sind. 8 Mineralien, verschiedene Mineralien mit der Bedeutung und Herkunft der Steine. Freue ich mich total drauf. Langlebige Schmuckstücke. Die Schmuckstücke sind nicht nur aufgrund des hochwertigen Materials langlebig, sondern überzeugen auch mit zeitlosen Designs. Hochwertiges Material. Alle Schmuckstücke bestehen entweder aus 925er Silber oder 925er Silber mit 18 Karat Vergoldung. Schöne Verpackung. Genau, und dann kann man sich einen Spoiler angucken.
Habe ich aber nicht gemacht. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit Türchen Nummer 1. Ich bin so aufgeregt. Ich schwöre es euch, Leute. Das ist der Kalender, wo ich mich die ganze Zeit so mega krass drauf gefreut habe. So sieht das aus pro Türchen. Also der Kalender ist auch noch verfügbar, was ich sehr schön finde. Und die sind alle liebevoll mit der Hand gepackt. Ne? Also das sieht man hier auch, ist richtig schön gemacht. Indische Sonne. Hier liegen immer noch mal solche Karten drin. Die Sonne. Sie symbolisiert Fröhlichkeit, Stärke und Lebenskraft. Selbst 93 Millionen Meilen entfernt, wärmt sie, gibt uns Energie und lässt uns strahlen. Also da ist immer noch mal so eine Bedeutung mit bei. Und jetzt haltet euch fest, ne? Ihr habt das bei mir zwar schon gesehen, die Schmuckstücke kommen in Glasschatullen, wirklich in wunderschönen Glasschatullen. Ich habe das damals gesehen und habe mir gedacht, was ist das denn bitte für schöner Schmuck? Ich bin wirklich komplett verliebt in diese Schmuckstücke. Ihr könnt den Schmuck da drin aufbewahren. Ich habe auch einige von diesen Schatullen hier, weil ich, wie gesagt, das kommt immer auf so einem kleinen Kissen. Also jedes Schmuckstück ist wirklich individuell für sich super schön. Das Schöne an dem Schmuck ist einfach, der ist wirklich langlebig. Ne? Das ist echter Silberschmuck und ihr habt davon wirklich lange. Ich habe Ohrringe davon, ich habe auch Ketten davon. Ich bin so, also das ist mir so besonderer Schmuck, dass ich den selten anziehe, weil ich mir immer denke, wenn der kaputt geht. Weil ich, also mein Freund hat mir zum Beispiel zum Geburtstag mal ein Set gekauft und ich hänge einfach da dran. Und ja, ich weiß nicht, das ist für mich immer was ganz, ganz Besonderes, diese Spirit of Leap Sachen. Und das wäre einmal die Kette. Die ist wunderschön. Gefällt mir richtig gut. Ne? Hier ist halt wie so eine Sonne einmal dran, so ein Stein. Sieht einfach richtig, richtig schön aus. Und das ist wie so ein Nest gemacht. So, Türchen Nummer 2. Es geht weiter. Nelume haben wir hier einmal draufstehen. Der Name Nelume bedeutet in Sri Lanka Lotusblüte. Genau wie diese wundervolle Blume selbst soll unsere Steckkreole ein Symbol der Selbstverwirklichung sein. Vor allem soll sie uns daran erinnern, welche Kraft, Stärke und Lebensfreude in uns steckt. Wunderschön. Hier sind Ohrringe drin. So, und das sind einmal die Ohrringe getragen. Die sind wirklich schön. Mal was ganz anderes. Ne? Solche habe ich auch noch nicht. Ich finde die total schön, wenn man von der Seite so drauf guckt. Also die sind total schick. Gefällt mir. Türchen Nummer 2. Auch hier wieder eine kleine Schatulle mit dabei. Ich finde das krass. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass sie in ihren Adventskalender, ich meine, die verschicken die Produkte immer so, aber dass sie da die Schatullen mit reinmachen, hätte ich echt nicht gedacht, weil die sind allein ja schon so schön. Türchen Nummer 3. Und mein Freund hat mir mal so ein Geschenk gemacht, halt eben zu Weihnachten. Und ich war so begeistert davon. Das war so schön eingepackt, noch so Mini-Trockenblumen mit dabei. Wirklich Liebe fürs Detail. Erster Advent. Wir haben den ersten Advent, der 3. Dezember. Und hier haben wir einen Bergkristall drin. Finde dein Warum, steht hinten drauf. Hier ist ein richtig echter Bergkristall drin. Kommt in so einem Täschchen einmal. Schön. Ich liebe ja Kristalle. Ich habe hier so ein kleines Schächtelchen, wo ich Kristalle sammle. Ich kaufe mir immer auf dem Flohmarkt welche und das ist ein reiner Bergkristall. Der sieht wunderschön aus, fühlt sich total gut an. Ich persönlich glaube ja an die Kraft der Edelsteine und trage sie auch sehr gerne. Ich bin da so ein bisschen so. Ja. So, Türchen Nummer 4. Ich freue mich total. Der sieht richtig, richtig schön aus. In der 4 haben wir Onyx drin und zwar Angst beginnt im Kopf. Mut auch. Und hier sind Ohrringe drin mit einem Onyx drin. Die sehen richtig schön aus, Leute. Und wisst ihr, was cool ist? Diese Onyx-Steine, die wollte ich mir eh schon bestellen. So, und das wären die Onyx-Steine einmal getragen. Sehr schön, sehr, sehr schön. Also doch, ich liebe es. Ich finde es schön, auch in Verbindung mit den anderen Ohrringen hier wirklich schön. Genau, also einmal Ohrringe, Onyx. Sieht so aus, ist ein bisschen schwerer. Eine Mondsteinkette. Ach, wie schön. Da steht hinten auch noch mal ein bisschen was drauf. Und hier ist einfach eine Mondsteinkette drin. So, meine Lieben, das ist die Mondsteinkette einmal getragen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich ziehe mein Oberteil mal ein Stück runter. Ich habe sie jetzt, also die könnt ihr auch in der Größe verstellen. Also das ist eine wunderschöne Kette eben hier mit einem Mondstein drin. Ich liebe es. Also eine ganz feine, zierliche Kette. Und dann hängt eben dieser Stein da dran. Total schön, freue ich mich richtig doll. Sehr, sehr schön. So, wir machen mit der 7 weiter.
6 haben wir ja ausgelassen. Schwarzgeode ist hier einmal drin. Millionen von Jahre brauchen diese Kristalle, um zu entstehen. Ein Vulkan bricht aus und hinterlässt im Magma Blasenhohlräume. Dort fließt Tropfen für Tropfen mineralhaltiges Wasser rein und hinterlässt so die wunderschönen Quarzkristalle. Ist doch unglaublich, oder? Schön, dass hier auch eine Erklärung ist. Ich bin jetzt so neugierig, was hier für ein Stein drin ist. Ist hier ein Gummi drumherum? Ja, irgendwie ist ein Gummi drumherum. Sehr interessant, also muss ich mich echt mal ein bisschen belesen, finde ich sehr spannend, fasst sich irgendwie cool an, sehr interessant, vor allen Dingen, dass das so aus einem Vulkanhohlraum kommt, Quarzgeode, habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt, freue ich mich total drüber. Es geht weiter mit Türchen Nummer 8, ich finde die Mischung so geil, ne? Dass man halt Schmuck plus eben halt Steine hier drin hat, das ist doch der Hammer, Leute. Hier haben wir Topas, Bergkristall und Amethyst drin. Lenke deine Aufmerksamkeit bewusst auf das, was du brauchst und nicht auf das, was du willst. Worauf du deinen Fokus richtest, dort fließt deine Energie. Hier sind Ohrringe drin, Leute, und was für schöne. 3 Steine dann dran. Also Topas, Bergkristall und Amethyst ist hier dran. Also ich muss sagen, man kann ja hier jetzt auch, das habe ich gerade gesehen, man könnte die einzelnen Steine entfernen, wenn man nicht alle 3 möchte. Und ich denke, so ist das auch gedacht, dass man den Stein, den man tragen möchte, tragen will oder man trägt eben alle zusammen. Das wären einmal die Steine getragen, also die Ohrringe mit den Steinen dran. Das gefällt mir richtig gut, dass hier auch 3 dranhängen. Das finde ich wahnsinnig toll. Wie gesagt, man kann auch einfach einen rausnehmen oder 2 rausnehmen, kann das einzeln tragen. Die kann man dann auch nochmal von dem Ring entfernen. Super schöne Ohrringe. Ihr werdet von mir hier bei dem Kalender definitiv kein schlechtes Wort hören. Ne? Ich muss mein Spiegel mal ein Stück wegschicken, weil mir wirklich alles in dem Shop gut gefällt. Ich glaube nicht, dass hier irgendetwas drin ist, was mir nicht gefällt. Türchen Nummer 10, denn die 9 haben wir ausgelassen. Genau, ich muss gerade nochmal gucken. So, hier haben wir dann den 2. Advent drin. Hier haben wir den Aqua Topaz. Sieht so aus. Das ist im Allgemeinen, wird der Topaz mit wahrer Liebe und Freundschaft assoziiert. Die Bedeutung dieses Steins ist Mitgefühl, Empathie und Freundlichkeit. Topaz soll in der Lage sein, dich empfänglicher für die Gefühle anderer zu machen und dich gleichzeitig vor der emotionalen Last oder dem Schaden negativer Emotionen zu schützen. Also ich bin ein sehr empathischer Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dieser Stein sieht wunderschön aus. Der kommt hier auch wieder in einer Schatulle natürlich. Ja, und den kann man sich dann an die Kette machen. Ja, also ich mache den jetzt mal nicht dran, aber der ist richtig schön. Also ein Aqua Topaz. Wir kommen zu Türchen Nummer 11. Blume des Lebens steht hier drauf. Zusammenhalt, Verbundenheit, Harmonie, Einheit und Festigkeit. Hier ist ein ganzes Set drin, wie schön, Leute. Hier ist einfach mal ein Anhänger. Und 2 Ohrringe drin. Wie schön ist das denn? Wunderschön. Also das ist toll, dass das auch so ein ganzes Set ist. Richtig schöne Ohrringe. Also das gefällt mir. Das ist perfekt für den Alltag. Ne? Ist halt ohne Stein. Und ja, Blume des Lebens. Ich finde diese Karten hier auch so schön. Ich werde mir das alles aufheben. Also das ist wirklich wunderschön gemacht. So, die Halbzeittürchen Nummer 12. Hier haben wir ein Amethyst drin in Lila. Das Amethyst-Pendel eignet sich besonders für Befragungen, bei denen du Klarheit in Konflikten finden möchtest. Der Amethyst hilft dabei, zur Ruhe zu kommen. Er fördert die Harmonie im Inneren, gibt den Seelenfrieden zurück und kann von seelischen Belastungen befreien. Das ist ein Pendel einfach, meine Leute. Wie geil. Guck mal. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Ein Pendel. Ein richtig echtes Pendel mit einem echten Stein drin. Wunderschön verarbeitet. Sieht einfach nur geil aus. Bin verliebt. Wirklich, wirklich schön. Ich bin ja wirklich so ein Edelstein-Fan und ein Pendel habe ich noch keins. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr sowas mögt. Ich bin wirklich gespannt. Die 14. Ihr wisst ja, ich gucke auf dem Flohmarkt immer nach sowas. Ich habe schon einige Steine zu Hause. Und in der 14 haben wir, hier ist ein Turmalin drin und da lese ich euch gerade mal vor, das ist ein schwarzer Stein, ein schwarzer Edelstein. Und die sind dann auch immer individuell, ne? Als sogenannter Lichtbringer ist der schwarze Turmalin der kräftigste Schutzstein gegen negative Energien und Gedanken. Das ist sehr gut. Den müsste ich mir eigentlich unter das Kopfkissen legen. Ja, das ist sehr schön. Wir machen mit der 16 weiter. Polaris und Sichelmond
steht hier drauf. Live by the sun, love by the moon steht hinten nochmal drauf. Und wie schön, das sind Ohrstecker, guckt mal wie schön. Also wirklich hier einmal so klein, also so ein kleines Licht sozusagen als Stecker und dann nochmal so Mondsichel. Schön aus, genau mein Ding. Hiermit hat man halt auch Schmuck fürs ganze Jahr, ne? Diese Ohrstecker kann man immer tragen. Das ganze Jahr, ich mache die jetzt auch mal nett rein, ich lasse die hier auch wieder hier in dem kleinen, in der kleinen Schatulle drin, wunderschön. Da könnt ihr den auch gerade drin aufbewahren. Wir kommen nun zu Türchen Nummer 17. Der dritte Advent. Namaste steht hier einmal. Verbeugen ich du. Sinngemäß, danke, dass es dich gibt und du in meinem Leben bist. Sehr schön. Und mit den Karten, das haben die so schön gemacht. Und das hier sind wunderschön Ohrringe. Wow, wow, wow. Das sind so Ohrringe, die man reinhängen kann. Ich mach das mal gerade. So, und das wären die Namaste-Steine getragen. Die gefallen mir richtig gut. Sehr, sehr, sehr schön. Das sieht so toll aus. Die Ohrringe sehen wirklich schön aus. Ich glaube, ist das jetzt auch ein Mondstein? Das weiß ich jetzt gar nicht. Doch, Mondstein natürlich. Also hier sind Mondsteine drin und die Ohrringe heißen Namaste, ne? Sehr, sehr, sehr schön. Passt jetzt auch zu der Kette dann hier. Also das kann man alles auch miteinander kombinieren. Es geht weiter mit der 18. Und hier, das ist richtig schwer. Hier ist bestimmt ein Stein drin. Ja, ein Rosenquarz ist hier einmal drin. Der Rosenquarz öffnet das Herz und lässt Romantik, Harmonie und inneren Frieden ins Leben fließen. Als Stein der bedingungslosen Liebe befreit er von Vorurteilen, Streit und Trauer. Der ist schön, Leute. Der sieht richtig toll aus. Der sieht richtig, richtig schön aus. Das ist der schönste Rosenquarz, den ich zu Hause habe. Wundert euch übrigens nicht, dass meine Fingerspitzen manchmal schwarz oder manchmal grau sind. Ich habe so einen Thermolack drauf. Wenn ich jetzt die kalten Steine anfasse, dann wird das so ein bisschen dunkel, verfärbt sich der Lack. Sehr schön, dieser Rosenquarz. Der sieht wirklich gut aus. Wir kommen zur Nummer 19. Hier ist drin Vivaldi. Einfach mal Augen schließen und lostanzen. Probier es heute aus. Ich glaube, hier ist ein einfaches Armband drin. Ja, hier haben wir ein einfaches, in der Länge verstellbares... Nee, das ist ein Fußband. Das ist kein Armband, glaube ich. Könnte auch ein Armband sein. Also kann man, denke ich, als Armband oder als Fußband tragen. Ich würde sagen, es ist ein Fußband von der Länge her. Auch sehr, sehr, sehr schön. Ja, also gefällt mir. Das ist halt ganz einfach. Kann man mit allen anderen Schmuckstücken kombinieren. Wir machen mit der 21 weiter, denn die 20 haben wir ausgelassen. Ich bin so gespannt, was in den anderen Türchen drin ist. Die mache ich aber für mich tatsächlich auch erst im Dezember dann auf. Ein Pyrit ist hier drin. Ich bin reich. Reich an Liebe, reich an Freude, reich an Leben, reich an Bildung. So steht es hinten drauf. Wirklich so liebevoll gestaltete Karten. Der ist schön. Der ist auch wunderschön, Leute. Definitiv einer der schönsten Steine, die ich je gesehen habe. Der sieht einfach wunderschön aus. Ein Pyrit. Türchen Nummer 22. Nächstes Jahr werde ich mir diesen Kalender auch gönnen. Hier haben wir Kosmos drin. Und zwar, vergiss nicht, egal welche Herausforderungen dir im Leben, dir das Leben stellt, du hast alles in dir, um sie zu bewältigen. So sieht's aus. Hier ist eine Kette drin, glaube ich. Also auch wieder hier so ein, ich vergesse euch das, also die Schmuckstücke sind alle in kleinen Kästchen drin, alle. Hier ist eine Kette drin und zwar einfach eine Silberkette mit so kleinen Kugeln dran. Aber das sieht, oh, die ist schön. Also die gefällt mir für den Alltag sehr, sehr gut. Also eine Silberkette mit diesen kleinen Kugeln dran. Ja, sehr schön. Den Schmuck werdet ihr ganz oft an mir sehen, das weiß ich jetzt schon. Ich bin gerade so traurig, wir haben nur noch ein Türchen auszupacken, die 23. Gucken wir mal rein. Der Karneol ist hier drin. Freiheit entsteht aus dem Mut heraus, Entscheidungen zu treffen. Das stimmt. Okay, der ist ja wunderschön. Den habe ich schon in klein. Also ich habe so einen klein. Aber der hier ist besonders schön. Der ist ganz, also der ist so schön geschliffen. Ja, das Türchen in der 23, also der Stein in der 23 gefällt mir. Ihr Lieben, das war der Spirit of Leaps Adventskalender 2023. Das ist das erste Mal, dass Spirit of Leaps einen Adventskalender überhaupt hat. Und ich muss sagen, er ist einfach fantastisch. Er ist sowas von gelungen. Und es fehlen jetzt noch Türchen 2, 4.
4, 6 Türchen fehlen noch. Und ihr habt jetzt auch gesehen, was da drin ist in den anderen Türchen. Und ich glaube, die anderen werden nicht viel anders sein. Ich glaube, da sind besondere Schmuckstücke drin, die man dann selbst entdecken soll. Ich finde aber, alles andere, was hier drin ist, ist wirklich auch sehr besonders. Wirklich schöne Sachen. Ich bin total hin und weg. Diesen Kalender werde ich mir nächstes Jahr auf jeden Fall wiederholen. Den könnt ihr, wie gesagt, in Gold oder in Silber kaufen. Ich kann euch den Kalender sehr empfehlen. Deshalb, also ich habe euch ja gesagt, wartet, bis dieser Kalender kommt. Ich glaube, besonderer kann ein Kalender nicht sein. Der ist mehr als besonders. Der ist wirklich schön, spirituell und ja, vielleicht mögt ihr den auch verschenken oder für euch selbst. Ich kann euch diesen Kalender sehr empfehlen. Ich hätte nicht gedacht, dass alle Schmuckstücke in diesen wunderschönen Schatullen kommen. Allein das macht diesen Kalender schon super, ja, wie soll ich sagen, wertvoll, super außergewöhnlich, ne? Wo hat man das? Das ist richtig schön gemacht. Also ihr könnt den auch wiederverwenden, ne? Die einzelnen Schachteln. Muss man halt gucken. Ich finde den Kalender äußerlich sowie innerlich wirklich schön, Leute. Also von mir habt ihr auf jeden Fall hier volle Empfehlung. Es ist halt immer eine Geschmackssache. Mir gefällt der Schmuck und das ist absolut das, was ich mir auch kaufen würde. Und es war nichts, gar nichts mit dabei, was ich nicht tragen würde. Für mich ist jedes Schmuckstück wunderschön individuell und auch die Steine wirklich richtig schön. Was mich besonders freut, ist das Pendel hier. Ich freue mich total, dass das mit dabei ist. Finde ich wirklich schön, fasst sich ganz, ganz toll an. Ja, ich denke, hier wird auf jeden Fall der ein oder andere seine Freude mit haben. Schaut unbedingt in der Infobox vorbei, wenn ihr euch jetzt gedacht habt, ich brauche nur ein einzelnes Schmuckstück für mich, mal will mal was testen. Schaut da auf der Website vorbei, die haben wunderschönen Schmuck. So schöne Ringe, also wie gesagt, ich kann euch den Ring ja mal näher zeigen, den habe ich jetzt schon ganz lange Zeit und liebe den. Ich trage den ganz, ganz oft. Für mich ist das einfach besonderer Schmuck, ne? Den sieht man nicht an jedem und das ist einfach wirklich was ganz Schönes und es kommen auch immer wieder neue Schmuckstücke rein. Ihr müsst einfach mal gucken auf der Website. Ich will nicht zu viel schwärmen, ne? Aber es ist wirklich, also es ist für mich der Adventskalender 2023. Das ist definitiv mein Adventskalender, wo ich mich am allermeisten von allen Kalendern drauf gefreut habe. Es ist was ganz Besonderes, man hat ganz, ganz lange von diesem Schmuck. Ihr könnt, ja, so viel Schmuck das ganze Jahr übertragen mit diesem Kalender. Für mich absolute Empfehlung natürlich. Ich würde mich jetzt verabschieden. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart zum Schauen, ihr Lieben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Kalender findet, wie ihr den Schmuck findet. Vielleicht hat der ein oder andere von euch davon auch schon Schmuck, weil ihr das bei mir mal gesehen habt oder so. Ich danke Spirit of Leaps von ganzem Herzen für die Möglichkeit, dass ich euch den Kalender hier vorstellen durfte. Es ist wirklich sehr schön und ja, ich fühle mich geehrt und freue mich da wirklich enorm drüber. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Für mich eine absolute Ehre, diesen Kalender vorzustellen. Ich war auch jetzt das ganze Unboxing über aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin total aufgeregt, immer noch, weil ja, das sowas Besonderes ist. Danke euch, dass ihr hier wart zum Schauen. Ich sage ciao. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hanging by the fire chair.